Serkan Hüss hat in den letzten Wochen von euch gefordert, dass ihr wieder Einstellung zeigt, dass ihr Lust habt auf Fußball, dass ihr euch in alles reinschmeißt und dass ihr jedem Ball nachgeht und giftig seid auf dem Platz. Findest du, dass ihr das heute gezeigt habt? Ich glaube, erste Halbzeit lassen wir nichts zu. Ne? Wir stehen tief. Das war irgendwo die Vorgabe, dass wir erstmal defensive Stabilität und dann aus der defensiven Stabilität natürlich Umschaltmomente haben. Ich glaube, außer den einen Fehler am Anfang, ne, wo der Ball, wo der Elber von FSV, Butakri, den Ball von Lenny abläuft, lassen wir nichts zu. Selber kommen wir jetzt auch nicht unbedingt aus dem Spiel heraus zu den Chancen, aber Nino dann aus dem Standard. Wenn du da mal eins in eine Führung gehst, dann geht der Matchplan voll auf. Ne? Bis dahin lassen wir nichts zu, alles ist okay. Klar sind wir auch nicht in der Situation, wo wir erwarten, dass wir Tiki-Taka spielen. Das kommt erst mit den Ergebnissen, aber die müssen wir halt erstmal liefern. Und ich glaube, dass man uns die Einstellung nicht absprechen kann. Ich glaube, keiner geht hier auf den Platz, verliert extra oder nimmt sich raus. Im Gegenteil, wir haben uns versucht, alles reinzuschmeißen, haben uns versucht, irgendwo zu wehren. Aber am Ende, wenn du verlierst, dann ist es irgendwo zu wenig. Das ist immer so. Dann ist es irgendwo in irgendwelchen Sachen einfach, hat es dann nicht gereicht. Und irgendwas hat der Gegner dann besser gemacht, weil du verloren hast. Aber was soll man jetzt sagen nach dem Spiel, wo du 2-0 verlierst? Bitter, jetzt irgendwelche Worte zu finden und irgendwelche Ausreden zu suchen und irgendwas zu analysieren, ist einfach schwer. Ich habe eben Hüss auch schon gefragt, ihr habt aus direkten Duellen relativ wenig Punkte mitgenommen in den vergangenen Wochen. Ja. Der Restspielplan ist relativ knifflig. Was macht ihr da Hoffnung? Hoffnung macht einfach, dass wir diese Spiele, das wir schon gezeigt haben in der Saison, dass wir diese Spiele ziehen können. Wir haben in der Hinrunde gegen Hoffenheim gewonnen, wir haben gegen Stuttgart gewonnen. Das dafür können wir uns jetzt nichts kaufen. Aber daraus muss man einfach den Entschluss ziehen, dass wir es einfach können, wenn wir es wollen. Wenn wir es bis zum Ende wollen, wenn wir es mehr wollen als der Gegner, wenn wir es uns verdienen, wenn wir anfangen bei den Basics dann übergehen, auch einfach mal zu es zu erzwingen zu wollen bis zum Schluss. Und wollt ihr es alle? Wir müssen es alle wollen, weil es geht einfach um alles. Es geht um Jobs, es geht um Existenzen für jeden Einzelnen, für alle zusammen, für den Verein, für jeder, der hier Fleiß und sein Blut und sein alles Herz hier reinsteckt. Es sollten alle wollen und ich bin mir sicher, dass auch alle wollen. Wir wollen es auch auf den Platz bringen. Nur, man muss an den Ergebnissen sehen können. Und das ist einfach so eine Sache, die müssen wir uns einfach brutal erarbeiten, ehrlich arbeiten, verdienen. Und Mittwoch haben wir die nächste Chance dazu. Das Spiel ist jetzt vorbei, wir sind alle am Boden zerstört für den Moment, aber es bringt ja nichts. Wir haben es selber immer noch in der eigenen Hand. Es ist einfach Fakt, wir haben es in der eigenen Hand. Das muss sich jeder bewusst sein, worum es einfach geht. Wir müssen uns den Arsch aufreißen. Wir müssen einfach anfangen, uns einfach wirklich alles mal hinten anzustellen. Alle Egos, alles beiseite zu legen und einfach zu laufen und zu kämpfen und das Ding einfach irgendwie zu ziehen. Danke dir. Danke euch auch. Michael, 0-2 gegen den FSV Frankfurt. Wieder ein Rückschlag. Wie tief sitzt das gerade? Ja, natürlich ist die ganze Mannschaft gerade am Boden zerstört, weil wir schon versucht haben, viel reinzuschmeißen, viel Leidenschaft an den Tag zu bringen und einfach die Grundtugenden auch irgendwo an Tag zu bringen, was kämpfen, fighten, also ist das, was Mentalität einfach betrifft, ne? Aber ja, dann müssen wir uns auch ein bisschen selber an die Nase fassen, dass dann im Prinzip so ein Schuss reingeht. Klar müssen wir da eher Druck auf den Schützen geben, dass er da auch nicht so frei schießen kann. Aber im Endeffekt wurde er dafür belohnt, ne, für seinen Mut, dass er von da einfach mal schießt. Daran können wir uns mal ein Beispiel nehmen, einfach mal auch von weiter weg auch mal abzuziehen, nicht nochmal einen besseren Pass vielleicht zu suchen, sondern einfach auch mal sehr zielstrebig zu sein. Und wenn es eine Einzelaktion ist, genau. Ja. Denkt man irgendwie momentan in dieser schwierigen Phase, wo es wieder relativ wenig Punkte aus den vergangenen Spielen war, so an die Hinrunde zurück, wo es gut lief und fragt sich, was da abhanden gekommen ist zwischendurch? Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich jetzt nicht. Ich habe in der Hinrunde jetzt auch nicht so viel gespielt, dass ich sage, ich hatte da meine Glanzmomente und kann mich daran hochziehen, sondern ich versuche das übers Training, ne, mir da meine Sicherheit zu holen, auch einfach mit den Grundtugenden dann gut ins Spiel zu kommen und vielleicht auch mal einen Foul zu machen, dass man einfach gut ins Spiel kommt und dann schon irgendwo befreit aufzuspielen, auch wenn das nicht ganz so einfach ist, aber das sollten wir eigentlich versuchen. Du bist heute angeschlagen, ausgewechselt worden. Wie sieht's aus für Mittwoch?
Ich gehe gleich zum Physio, morgen dann werden wir schauen. Ich kann das jetzt grob schlecht einschätzen, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich seltener Muskelprobleme habe. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Okay, dann alles Gute für Mittwoch. Danke dir. Dankeschön. Höchst 0-2 gegen den FSV Frankfurt. Der nächste Rückschlag. Du hast gerade die Spieler in der Kabine versammelt. Was hast du ihnen mitgegeben? Ja gut, schwierig jetzt. Ich möchte auch nicht jetzt so viel drauf eingehen, was wir da in der Kabine jetzt besprochen haben. Soll auch intern bleiben. Und ja, wir müssen uns jetzt aufrappeln. Die Enttäuschung ist logischerweise da. Du hättest heute einen richtig, richtig großen Schritt machen können nach vorne. Jetzt mit 4 Punkten Frankfurt hinter uns lassen können. Und ich möchte einfach nicht auf andere Mannschaften gucken und auf andere Ergebnisse. Wenn wir die Punkte nicht liefern, dann wird es schwer. Und wir müssen einfach bei uns bleiben und unsere Spiele versuchen zu ziehen und die Ergebnisse auf unsere Seite zu holen. Das haben wir heute nicht geschafft. Ja, ich bin tierisch enttäuscht darüber. Wenn du dann den Spielverlauf siehst, klar, es war ähnlich wie in Balingen, aber du musst nicht solche 2 Tore kriegen. Und wenn ich den Elfmeter noch sehe, das ist ja der 9. oder 10. Elfmeter, den wir verursachen, das funktioniert nicht. Und wir schaffen es nicht, wir schaffen es gerade nicht, ein Spiel 0-0 zu spielen, ja, oder mal zu 0 zu spielen. Lass mal die andere Seite sein, dann machst du halt mal kein Tor. Ja, und dann kriegst du auch so ein 40-Meter-Ding rein, der dann auch noch reingeht, der passt jetzt zur Situation. Es bringt nichts. Ja, wir müssen das analysieren, wir müssen das knallhart ansprechen, auch alles per Namen ansprechen und müssen uns versuchen aufzurappeln und aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Ihr habt jetzt mehrere direkte Duelle gehabt, wo ihr entweder verloren oder nur unentschieden gespielt habt. Was macht ihr gerade noch Hoffnung für die nächsten Wochen? Ja, ich bin ein Siegertyp. Ja, ich gebe nicht auf. Ich werde da richtig Feuer reinbringen. Ich werde dagegen halten und werde die Mannschaft versuchen, immer wieder auf die Spiele heiß einzubringen und hoffen, dass wir, was das hoffen, ja, wir müssen, ja, und das ist meine Aufgabe und Hoffnung habe ich immer noch, weil das ist noch alles offen. Klar ist jetzt einfach nach so einer Enttäuschung das zu sagen, aber es ist die Wahrheit, es ist noch alles offen und nochmal, wir müssen einfach verstehen, als Mannschaft, wir im Trainerteam, worum es hier geht in dem Verein und ich muss das vorleben, ich muss da vorangehen. Und naja, nur du hast Mittwoch wieder Spiel. Wie gesagt, du musst versuchen, die Mannschaft aufzurütteln und positiv gestimmt auf das nächste Spiel einstellen. Du hast das Spiel angesprochen, am Mittwoch gegen die Zweite von Hoffenheim. Die können mit einem Sieg im Nachholspiel hier in Haiger Erster werden. Schwieriger Gegner. Was für einen TSV Steinbach dürfen die Zuschauer am Mittwoch erwarten? Was für einen TSV Steinbach möchtest du, dass die Zuschauer erwarten können? Ja, das sind also die Grundvoraussetzungen, die ich immer anspreche. Ich kann der Mannschaft jetzt nicht einen Vorwurf machen, dass sie nicht wollten. Aber wenn du dann vielleicht in diesen entscheidenden Moment noch ein bisschen mehr in die Waagschale wirst, dann belohnst du dich auch mal. Und das erwarte ich am Mittwoch von der Mannschaft gegen die spielstärkste Mannschaft der Liga. Für mich fußballerisch die beste Mannschaft. Es war jetzt die letzten 2-3 Jahre immer so. Und klar, Hoffnung macht mir vielleicht noch das Hinspiel. Das haben wir noch gewonnen 1-0, aber sind auch viel, viel hinterher gelaufen und gewinnen das Spiel durch eine Standardsituation. Und wir müssen dran glauben. Wir wollen dran glauben. Und da versuchen wir wieder das Beste zu geben, nur halt noch mal ein paar Prozent mehr. Dafür alles Gute, danke dir. Danke.